Hallo? Er steht nicht. Scheiße. Ich will nämlich. Also, real. So, 1, 2, 3, Eva. Ich möchte ja heute mal diese Haarbürste ausprobieren. Und ich habe mir überlegt. Dass ich eine Seite mit dem Glätteisen mache, so wie ich es sonst auch immer gemacht habe, und die andere Seite mit der Bürste. Das ist hier die Bürste, sieht ihr, ja. Also ich finde die Bürste schwerer als das Glätteisen. So. Jetzt muss ich erstmal selber gucken, wie ich das hier am besten mache. Ich habe mich nämlich geschminkt, da mache ich nämlich die Spangen nämlich trennen. Jo, genau. Das sage ich auch immer. So, jetzt ist aber die Frage, setze ich meine Brille ab oder nicht? Oh, und dann hier bei so einem kleinen Spiegel. Halt nur irgendeine Erhöhung. Nehme ich meine Keksbox. Gucken. Weil, wie gesagt, ich mache das sonst eigentlich immer alles draußen vorm Spiegel. Naja, so das Wahre ist es auch nicht, ne? So, jetzt muss ich erstmal hier die. So. Oh, das wird sowieso oder nicht die Mitte. Ich kenne mich doch. Na, zu viel, du. Ja, ich weiß, so ein einfacher Kamm wäre wahrscheinlich besser. Nee, ein großer Spiegel wäre besser. Ey. Ist ja jetzt auch erstmal egal. Ich mache das jetzt erstmal so. Oh ja, ich weiß das. Wir sind ja schon fast glatt. Nee, ganz so glatt sind sie noch nicht. Ey, ich brauche einen großen Spiegel. So, den muss ich erstmal so machen. Also. Eva macht immer Sachen. Ich setze die Brille ab. So. Ach, scheiße. Mal kurz durchgucken. Ja, das reicht. So, ich mache das jetzt erstmal hier rüber alles. Wie gesagt, normalerweise mache ich die Spangen rein. Man kann ja die Spange mal hier so reinmachen, um dass das hier bleibt. So. So, das ist mein Glätteisen. Das habe ich auch schon angemacht. Das ist das einfachste oder das einfache von Rossmann. Ey. Der müsste wirklich von hier oben gehen, ja? Bis hier runter, dass ich das alles sehe. Ich mache das jetzt mal so, wie ich das sonst auch immer mache. Einige werden jetzt wahrscheinlich die Hände über den Kopf schlagen und sie sagen, oh, Gottes Willen. Achso, vorher hatte ich natürlich Hitzeschutzspray drin oder reingemacht. Das habe ich ja jetzt immer noch drin. Die Seite machen wir hier mit dem Glätteisen. Ich habe immer das Gefühl. So, jetzt mal erstmal hier.
Ich sage ja, ich brauche einen großen Spiegel. Ja, wenn man es nur mit einer Hand machen kann. Muss man sich das entfernen lassen. Ey, Alter. So, jetzt packe ich das erstmal kurz weg. Huch. Jetzt reiße ich auch schon die anderen mit raus. Aber. Es muss noch ein bisschen, aber ich mache mal ein bisschen höher. Ich mache auch ganz viele Strähnen auf einmal. Weil wie gesagt, ich werde sonst nicht fertig. Wie soll ich es auch mit einer Hand schaffen? Ich will doch hier nur dahinter. Es dauert natürlich mit einer Hand länger als mit zwei Händen. So, jetzt mache ich hier unten die alle wieder zusammen. Ja, eigentlich würde das schon für mich hier vorne reichen. Hey, ich will schon wieder nicht. Das noch. Mit dem kleinen Spiegel sollst du hier reingucken, ey. Und falls ihr jetzt denkt, ey, das muss doch am Hals weh oder am Nacken heißen. Nö, ist es nicht. Und ich habe mich auch so noch nie, toi, 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 noch nie verbrannt. Ich weiß, das sieht gefährlich aus. Es sieht aber ohne Brille gefährlicher aus. Anstrengend. Mit einer Hand. Bye bye, Hollywood Hills. So, ich glaube. Hoch.
Alter, ich brauche neue Strähnen. Das sehe ich ohne Brille. Oh, ich hänge. Ah, das kann ich gleich mal machen. Oh, ich habe meinen großen Spiegel nicht. Ey, das ist echt eine Herausforderung hier. Ich sehe es nicht so schön. Das ist nicht. Das ist nicht so, wie es eigentlich war. Den geht sie in. Ach Mann. Probiere ich doch schon die Bürste auch hier mit aus. So. Das ist immer der Vorführeffekt. Da geht doch immer was schief. Oder nicht schief. Ja, manchmal schief, manchmal aber nicht so, wie es sein soll. Leck mich doch am Arsch hier, Alter. Ich glaube, ich mache da mit der anderen noch mal drüber. Aber so, nee, das ist auch nicht die Mitte. Ich sag ja. Das ist richtig nicht die Mitte. Sowieso nicht die Mitte. Ey, wie nun, ja. Das ist der kleine Spiegel, ja. Ich bin da gewohnt, alles im Großen zu machen. Oh ja, klar, jetzt dreht er sich auch mal weg hier. Oh, jetzt habe ich auch kein Bild mehr vom Kopf her. Dreh dich mal um. So, meine Keksbox-Dose. Die ist nicht so, wie es ist. Ey, gut. Oh. Nee, nicht gut. Das, na, pass auf. Ich nehme gleich die Bürste. Mal gucken. Ob die Bürste was hergeben kann hier. Ich will auch hier oben haben.
Sowas rieche ich mich auf, wenn das nicht so will, wie ich will. Ey, das ist doch noch viel zu hoch. Aber höher mache ich das nicht. Das ist nicht gut für die Haare. Ich meine, das ist so auch nicht gut für die Haare. Darum nehme ich ja auch immer dieses Hitzeschutzspray. Ey, ich glaube. Ja, meine Bürste. Das werde ich, wenn es zum Konzert geht, werde ich das einen Tag vorher machen. Das hält ja immer noch, naja. So, ich würde sagen, die Seite mache ich dann mit der Bürste nochmal. Also mit der, so, aber. Ja, sie fällt mir nicht. Kriegt das bei den großen Spiegel besser hin. Aber wie man sieht, hier so, ja, so. Naja, Unterschied, so und so gehe ich jetzt raus. Nein, so gehe ich natürlich nicht raus. So, ich mache ein neues Video, so, das kann ich ausmachen, das brauche ich jetzt nicht mehr. Weil ich jetzt das andere nehme. Aus. So. Brille aufsetzen, reiten die jetzt. Und dann mache ich ein neues Video mit der anderen Seite, weil das passt hier nicht mal mit drauf. Alter, ich habe ja lange gebraucht. Und dabei bin ich noch nicht mal fertig. Also mit der Seite war ich jetzt noch nicht fertig. Ich hatte jetzt hier hinten noch. Naja, gut. Das ist mit Glätteisen. Das geht. Vielleicht sind die Haare auch einfach zu lang. So, jetzt baue ich hier wieder ab und dann baue ich wieder auf und dann mache ich das Video mit der Bürste. So, ich drehe euch wieder um.